bestimmt nie ausgehen werden. Er will auch der Tröhre gezogen werden und eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Reiche, komm, probieren das mal. So, schau da. So, hoppla. So. So, komm, Miku, komm. Komm. Schau da. Schau da. Schau da. Schau da. Schau da. Schau da. Eingepackt. Eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Um sie gekehrt, hat sie drei Kinder und nicht nur mehr. Und ich bin der, der seit 30 Jahren berichtet, dass er gehen will. Und ja, da hätte man sich eigentlich darauf einstellen können. Vater hat gern mit dir gerechnet. Du bist der, der... ...wo er alles dafür hat aufgebaut. Er hat nur gern an dir. Jetzt kann ich ja gleich noch einen Moment abgucken. Ja, und ich will eben noch machen. Du Lump, du. Oh, der Lai ist etwas gehören, Vater. Ja, ja. Mhm. Bei diesem Abschied spürt man, wie viel Mutter und Sohn miteinander verbindet und doch auch voneinander trennt. Da hier sein und da für uns sein. Wir können machen, wie wir wollen und unsere eigenen vier Wände haben, unsere eigenen 9 Hektare drumherum. Das ist das, was einfach ganz anders ist als das, was wir bis jetzt hatten in der Mietwohnung. In diesen Maitagen zeigt sich die neue Heimat von ihrer schönsten Seite. Und die Familie wagt sich zum ersten Mal auf den Kitsum-Kalem River. Von solchen Abenteuern haben sie ein Leben lang geträumt. Hermann erinnert sich an Ausflüge seiner Jugendtage und verliert jede Vorsicht. Er fährt Vollgas einen ihm völlig unbekannten Fluss hinauf. Oh. Oh, jetzt. Ja. Wahrscheinlich braucht es etwa 15 cm Wasser. Und nicht nur 5. Und nicht nur 5. Vom nahen Ufer her beobachtet ein Schwarzbär die Auswanderer. Und der Motor ihres Bootes springt nicht mehr an. Ich will nicht mehr hier. Nein, ich darfst jetzt ganz sicher nicht das Land. Ich will nicht mehr gerade einen Bär stoppen. Dort ist ein Bär. Ja, das sage ich, von dem rede ich die ganze Zeit. Hallo? Ich realisiere nicht. Komm. Dann machen wir uns doch alles im Stall. Wenn wir dem da plötzlich im Weg sind. Das wäre mir jetzt richtig. Papa, das ist Affenfisch. Und was ist das? Warum hast du Angst, richtig? Von was? Hä? Vom Bär? Ja. Ja, hey, nochmal. Ja. Wir wohnen halt an einem Ort, wo es Bären hat. Und da ist das so, Reichi. Ja. Hartgesottene Holzfäller kann sein Glück kaum fassen. Komm mal daher. Denn er hat in Christine eine Frau gefunden, die das Leben in der Wildnis genauso liebt wie er. Wo
baut etwas zusammen. Schon bald rauscht es beängstigend in den Baumkronen rund ums Haus. Oh, noch mal nicht das Geisterhaus zu, nein! Erst am nächsten Morgen wird die Zerstörung sichtbar. Wie durch ein Wunder bleiben Haus und Bewohner unversehrt. Besonders schlimm wütete der Sturm an Hermanns Arbeitsort. Hier wollte er mit einer nachhaltigen Waldwirtschaft sein Lebenswerk vollbringen. Ja, das wird immer schlimmer. Du zählst jetzt noch nicht gegen den Hocker dort rauf. Das sieht aus wie South Douglas. Das ist alles um. Das ist alles um. Ich nehme noch die Tankmost, laufe gegen meinen Backer runter, schaue, wie das ist, und dann höre ich auf. Das hat keinen Wert. Dann gehe ich heim und mache die Scheiche auf und mache Sonde. Das ist... Da hier. Das war ein Wald. Das war ein Wald mit grossen, hohen Bäumen. Da steht kein einziger mehr. Kein einziger mehr. Jetzt weiss ich, warum das letzte Nacht auch weggekrosert und krachert und geklebt hat. Leck mich. Nein. Was Hermann noch nicht weiß, fast 200 Hektaren Wald liegen am Boden. Sein Plan, hier in den nächsten 20 Jahren zu arbeiten, ist in einer einzigen Nacht zerstört worden. Wir haben uns den Traum erfüllen und bis jetzt ist es ganz gut. Ich würde eben sagen, anhand von uns zweien, was wir für Vorstellungen haben, ist das hier, was wir jetzt haben, das ist die ultimative Lebensqualität. Im Herbst 2011 entdeckt Hermann eine neue Einnahmequelle. Tief im Wald, gut versteckt im Boden, wächst ein ganz spezieller Pilz. Der Pine Mushroom ist eine Delikatesse und viel Geld wert. Dann sind wir als Nummer 1. Das macht nichts da mit dem Löchli drin. Das hat mir das ganze Leben lang geträumt von dem. Aber dass ich das tatsächlich machen kann, dabei Pilzli suchen und noch den Lebensunterhalt verdienen für die ganze Familie, das ist einfach doch gerade ein bisschen zu viel. Siehst du, die sind oben so versteckt. Die haben nicht einmal Würm. Die haben nicht einmal Würm. Die haben nicht einmal Würm. Wie ein Apfel. Pedro, willkommen. Ja, sie sind ziemlich lästig. Peter, freut mich. Ueli, Mandu, hoi. Ueli, hallo. Sofort wieder Toni. Toni. Den Schweizer zeigen, oder, dass man an anderen Orten auch gut leben kann, was schön ist zum Leben. Und eventuell vielleicht sogar besser, wenn man eben eine gleiche Idee hat, was ultimative Lebensqualität ist. Oder? Einer, der jeden oben in den Ausgang muss, oder? Der kann nicht hierher zügeln, dem ist sie nicht wohl. Halt! Ja, da siehst du nicht alles vor dran. He? Der Huren Affahrt, mir mein Böckli ratzen. Du geht's eigentlich noch? Diese genießen derweil ihre Ferien mit Vater Hermann, der beim Fischen für so manchen Schabernack zu haben ist. Los, schöner, feisser Saibling. Schau mal, hey, noch mal, du. Komm, gib ihm eins, da hier drauf. Ah!
Ich hab gesagt, hier! Nicht. Und plötzlich steht Hermanns Mutter vor dem Haus und wartet auf ihren Sohn. Schau her, jetzt kommt er. Jetzt wird er hängen. Hallo, Grosse! Hey, jetzt habe ich es geschafft. Unglaublich. Das hätte ich nie gedacht. Seit dass ich von der Schweiz zurückgehe, arbeite nicht mehr der allerwerteste. Ist wahr? Mhm. Ja, aber das war nicht so. Ich war da ganz überrascht, als sie das da plötzlich irgendwie organisieren wollten. Dann habe ich noch gedacht, ich nehme das schon irgendwie auf eine Art und Weise noch den Bling. Aber jetzt bin ich also schon so ein überrascht, ja. Nein, das ist gut. Weißt du, dann sieht sie mal eins, wie das wirklich ist. Ich hatte jetzt auch schon so eine Idee gehabt. Ich habe eine Idee bekommen, was in diesem Land eben anders ist. Und das ist gut. Hey, Richi. Hey, hoi, Meister. Ich wollte mein Schankli. Doch egal, ob seine Mutter zu Besuch ist oder nicht, die Arbeit kommt zuerst. Solange es etwas zu tun gibt, ruht ein Mann wie Hermann nicht. Ohne Ausgaben getätigt zu haben, verlässt die Familie den Secondhand-Laden. Doch weiter geht die Shoppingtour. Rico! Förster Hermann Schönbechler erfüllt Bubenträume. Wer wie sein Sohn Richi im kanadischen Wald aufwächst, braucht keinen Spielzeugbagger im Sandkasten. Oh, ich wollte zum Bagger. Willst du rausgehen? Ja. Also. Schau, ob wir hier die Türen aufhören können. Schlecht, schau, aber ich kann die rauslöpfen. Komm, tu die gut an den Finger und dann tu die rauslöpfen. Also. Komm, tu die heben, mit der anderen Hang auch. So, komm, gut heben. So. Ja, Richi! Ich hab gesagt, du sollst die gut heben! Oder zuerst heult er mir, weil es ihn wieder von einem Hebugring bricht, wo ich ihm genau gesagt habe, dass das von Anfang an sein kann, oder? Dann will er rausgehen, dann sage ich, gut, heb die guten Finger, und dann lässt er sich von halb oben fallen. Das ist einfach, wenn du bei solchen Sachen, wo du dabei sein musst, die einfach ein bisschen benehmen wie ein grosser Bub. Ihr redet etwa mal ein bisschen laut. Ihr redet etwa mal ein bisschen laut, oder? Und wir haben auch Gewohnheit, um die Maschinen um laut zu reden. Die realisieren sie auch, dass es ernst ist, dass es nicht einfach ein Spiel ist, oder? Und das ist es nicht. Und etwa zwischen ihnen wieder ein bisschen zu werken, dass man noch ein bisschen Cashflow hat. Dass wir nicht zu fest hinter die Reserve müssen. Das ist irgendwie so, wie ich mir das auf die nächsten paar Jahre raus vorstelle. Und auch die Aufräumarbeiten laufen ganz und gar nicht so, wie sich das der Förster aus Biel vorstellt. That the buncher is working the better quality than hand fallen. That's my problem. Die ungenaue Arbeitsweise im kanadischen Wald ärgert ihn.
und er stellt den Besitzer der Waldpracht zur Rede. Es ist kein professioneller Standard, oder? Es macht Maschinen kaputt, die Produktion ist nicht da, oder? Und, ja. Aber eben. Es ist einfach, wie es ist, oder? Jeder schaut nur für sich selber, schaut nur so weit vor der Nase raus, oder? Das ist das, was der Schweiz anders. Also hat die vor allem für mich gekauft, aber jetzt irgendwie hat es sich ergeben, dass ich schon für 3'000 Dollar Holz gesagt habe damit. Und ja, könnte auch mehr werden. Vielleicht stelle ich dann irgendwann mal ein, noch ein Schild an die Hauptstrasse ab, Dry Firewood, Custom Cut Lumber. Und dann habe ich keine Zeit mehr zum Fischen, zum Jagen, zum Pilzli sammeln, das wollte ich aber auch nicht.